Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und das heutige Video habe ich mir so lange schon vorgenommen zu drehen, weil das alte Video von diesem Craig Moore grässlich war. Ja, ich habe es mir angeschaut. Qualität von damals war begrenzt. Qualität von damals. Ne? Ja. Wie alt war das? 2000? Also sieben Jahre her. Zehn? Ja. So. Irgendwie sowas. Also, ja. Aber das, was ich gesagt habe, war richtig. Natürlich. Also, darum habe ich das immer weiter rausgeschoben. Ich habe nämlich gesagt, die ganzen Distillers Edition von Diageo, wozu dieser Craig Moore auch gehört, die wurden alle im Design geändert. Da habe ich gesagt, jetzt warte ich noch ein Jährchen, dann werden sie das Design ändern. Jetzt warte ich noch ein Jährchen, dann werden sie das Design ändern. Null! Wenn ich jetzt Murphy. Morgen kommt die neue Flasche. Morgen kommt die neue Flasche, dann darf man es gerne nochmal drehen. Mit dem anderen Design. Nein, werde ich dann nicht tun, denn der Inhalt ändert sich normalerweise nicht. Beziehungsweise der Inhalt ändert sich jedes Jahr, weil jedes Jahr eine neue Distillers Edition rauskommt. Und die sind typischerweise genauso alt wie die Original- oder die normale Flasche, der Craig Moore 12 Jahre, der bei uns in den Dauertiefpreisen ist. Und da hat man jetzt hier nur eine Nachreifung in speziellen Fässern gemacht bei den Distillers Edition. Und beim Craig Moore ist es nun ein Ruby Port. Und wir haben jetzt auf der Verpackung gesucht und so, Ruby Port schreiben sie nicht mehr drauf. Nee, schreiben sie nicht mehr drauf. Früher haben sie es drauf gehabt, dass es also Ruby Port war. Es ist aber Portwein. Das ist mit Sicherheit wohl immer noch so. Und jetzt haben wir hier einen Jahrgang 2005, abgefüllt 2017. Also Ex-Bourbon-Fässer und Refill-Ex-Bourbon-Fässer. Und typischerweise ist das bei den Diageo-Brennereien mit den Classic Malt of Scotland so, dass man die etwas schwächer gereiften Whiskys, die jetzt sagen wir mal die Qualität oder die Intensität des normalen Whiskys runterziehen würde, dass man die nachreift und dass man damit den jetzt ein bisschen pusht, aufbaut und man damit wirklich ganz tolle Ergebnisse hinbekommt. Mhm. Ja, was hier auf den ganzen Distillers Edition immer wieder zu sehen ist, diese vier Siegel, die sind ja ein kleines Marketing-Gag, aber die zeigen jeweils, das erste Siegel zeigt das Distillery-Symbol, also hier diese Brennblase mit, was ist das drunter, ein Wasserrad? Nee, das glaube ich ist das Zeichen, vielleicht ist es Wasserrad, ja, aber das ist das Zeichen, was im großen Tor, glaube ich, drin ist. So ein schmiedeeisernen Tor. Ah, stimmt, genau. Dann, wann es gebaut wurde, ich weiß jetzt nicht, warum da N draufsteht, warum es N für 1869 steht. Neu. Neu. Ja. Und dritte ist dann PV für Portwein, Wood. Ja. Und KI steht für den Master Distiller, der das Ganze zu verantworten hat. Wissen wir nicht. Ich habe nachgeschaut, zurzeit ist es eine Frau. Den Namen habe ich jetzt aber Laura, weiß ich nicht mehr. Kirsten, nee, aber es hatte irgendwie mit den Initialen hatte das relativ wenig gut zu tun. Naja. Die Brennerei ist also nicht von den ganz frühen. Die kommt so eher in die wilhelminische, nein, in die viktorianische Zeit. Kommt die hinein. Wir sind ja hier in England. England. Schottland. Königin Victoria war wohl eine Engländerin, oder? Sie war die Königin von England und Schottland. Ja. Und der irischen Insel. Ja, und da sieht man also richtig die viktorianische Zeit, die Schmiedeeisern. Und zwar hat man dort nicht die Warmtops, also die Holzbehälter, in denen die Kupferspiralen drin waren. Man hat auch nicht die modernen industriellen Kühler, sondern man hat ein gusseisernes Becken, was also gusseiserne Platten zusammengeschraubt. Und innen drin sind jetzt Kupferrohre, die mit Formstücken, mit 90 Grad Krümmern miteinander verbunden sind und dann durchgehen und darin kondensiert dann der Alkohol. Eine sehr schöne Zeitzeuge aus einer längst vergangenen Zeit. Sehr schöner Wärmetausch, aber wahrscheinlich nicht sehr. Wahrscheinlich nicht sehr kompakt, würde ich auch mal sagen. Nein, nur ein Riesending. Ein Riesending. Ne? Craig Moore kommt man nicht so leicht dran vorbei, weil die so ein Stückchen abliegen. Man muss also da ein bisschen weiter runterfahren oder ein bisschen gucken, ein bisschen suchen und so, dann findet man das. Und das Brennhaus ist relativ klein, gedrungen. Ich glaube, es stehen drei Brennblasen drin oder waren es vier, die also auch nicht so wahnsinnig groß sind. Und deshalb ist Craig Moore innerhalb der Classic Malt of Scotland aus meiner Sicht auch nicht einer der großen. Auf der einen Seite, weil er als Lead Malt in die verschiedensten Blended Whiskys von Diageo eingeht. Auf der anderen Seite aber auch, weil sie nicht diese riesigen Produktionsfähigkeiten haben. Und der Craig Moore innerhalb der Classic Malt of Scotland zu den weniger verkauften Whiskys gehört.
aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt, weil zumindest in der normalen Abfüllung ist er einer der ausgewogensten Whiskys aus der Space Side, die ich überhaupt kenne. Mhm. Ich muss zugeben, ich war noch nie da. Mhm. Das hält mich aber nicht davon auf, diesen Whisky mal zu probieren. Jo, 40 Volumenprozente. Damit nicht so scharf, aber interessanterweise in der Nase tatsächlich so eine leichte kühlende Note. Dürfte aber jetzt irgendwie von den Fässern herkommen, so eine leichte, was ist denn das? Nee, Minz ist das nicht, aber jetzt schlägt es um in Fruchtigkeit. Und offiziell sagt man so ein bisschen Gummibärchennote soll es haben, aber die habe ich jetzt noch nicht so wirklich. Ne? Nö. Ich muss ja zugeben, ich habe die offizielle Tasting Note gelesen und auch das mit den Gummibärchen habe ich gelesen. Doch, ich habe sie. Ich habe sie definitiv. Es ist einfach so schön fruchtig, süß, leicht. Ja, ich meine, so, aber dazu einen Hauch von rauchigem. Ja, irgendwo so dahinter ist irgendwo so eine aromatische Note. Das muss nicht Rauch sein, ne? Weiß nicht, ja. Hier ist sie halt sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Also da kann man noch länger sitzen und darüber streiten, ob das Rauch ist oder nicht. Die Portweinnote ist nicht so dominant im Vordergrund. Wenn man aber danach riecht, findet man diese Frucht, die aus dem Portwein stammt. Also ich finde sie schon recht dominant. Also ja. Für mich ist dieses fruchtig süß. Ja, aber ich bin fruchtig süß. Aber ich kenne den Portwein eigentlich massiver, tiefer, voller. Ne? Ja, er ist so vordergründig, süßlich, fruchtig. Ja, genau. Und das, aber er bleibt nicht irgendwo bei dir im ganzen Nasensystem hängen. Ja. Also wenn du weiter fruchtig süß haben willst, musst du die Nase schon reinstecken. Ja. Dafür haben wir die Öffnung groß genug, dass der Zinken auch reingeht. Gummibärchensaft. Nein! Jetzt ein bisschen Scherzle gemacht. Deutlich fruchtige, frische, fruchtige Note. Und im Hintergrund kommen die Fässer. Also richtig deutlich fruchtig. Und intensiv hinterher mit Eiche. Also die 40 Volumenprozente am Anfang, ich fand sie ein bisschen leicht und ein bisschen schwach. Jetzt im Geschmack läuft schon. Läuft. Hm? Wie heißt du? Läuft. Läuft die Kehle runter. Ich sag nicht Gummibärchen, sondern Fruchtgummis. Er ist auch, sobald man den Mund hat, richtig schön fruchtig süß. Aber jetzt beim Runterschlucken habe ich so eine rauchige Note. Schon eine leicht rauchige Note, ein bisschen Eiche. Und diese ganze Süße vergeht relativ schnell und lässt einen mit einer herben Note eichig. Bisschen trockener wird der, ne? Und trockener, ja. Also, wow, der hat wieder so eine richtig schöne Reise drin. Wo so extrem leicht in der Nase, süßfruchtig am Anfang und geht dann ab in einen, ja, eichigen, herberen, derberen Geschmack. Ich muss ja sagen, ich bin clean. Ich bin seit 5 Jahren clean ungefähr. Ich esse keine Gummibärchen mehr. aber der hat schon wirklich einen voluminösen, fruchtig-süßen Antritt. Und dann im Abgang ist aber wieder anders. Ne? Oh. Aber also Gummibärchen zu sagen, ist unfair. Also es ist einfach zu fruchtig frisch dafür, dass es Gummibärchen sind. Im Abgang kommt jetzt auch noch ein bisschen mehr, da kommt so ein bisschen vielleicht Richtung Kakao. Oh, jetzt können wir drüber steigen, dass Weingummis sind, ne? Ja, Wein vom Portwein. Also der Abgang kommt jetzt mehr. Mhm. Also wer den Craig & Moore, den normalen 12-Jährigen, ins Herz geschlossen hat und ihn für seine Ausgewogenheit liebt, der hat hier jetzt richtig fett einen obendrauf bekommen mit dieser Portwein-Nachreifung, der den Craig & Moore praktisch auf die nächste Ebene hieft. Und die schöne Sache daran, der Craig & Moore ist einer der günstigen unter den Distillers Edition. Also hier kriegt man eine Portwein-Nachreifung zu einem wirklich attraktiven Preis. Und hin und wieder
drücken wir es mal vorsichtig aus, müssen die alten Jahrgänge abverkauft werden, wenn der neue schon noch vor der Tür steht. Also hin und wieder kann man da auch ein Schnäpschen machen. Ne? Immer wieder ein guter Grund für ein Sonderangebot. Hm. Ja, gut. Ja, ein schöner Space Cider. Also das ist ja so ein typischer Space Cider, der ein bisschen herben rausgeht. Am Ende, ja. Am Abgang. Aber finde ich ein klasse Ding. Ja. Wen es interessiert, wer da ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.